Laufen wir schnell weiter. Was ist denn das da links, die Kreatur? Das ist eine spannende Kreatur. Ich komme da eh nicht hin. Das ist Obsidian. Gargoyles. Ja, ist auf jeden Fall langweilig. Für die Schatztruhe laufe ich da nicht hin. Ich will jetzt hier hinlaufen. Ich denke mal, dass hier, also das, ja, eine Dämonenstadt müsste da sein. Mit diesen Abgründen hier. Das ist total Dämonengelände. Und da wird auch sicherlich eine Stadt sein. Das sieht doch hier auch aus wie so eine Brücke über Lava, die dann, das wäre doch total das Heim von Dämonen. Die würden sich da. Okay, das ist keine Brücke, das sah nur aus den Schatten gerade ein bisschen nach aus. Da ist irgendein Dämonenviech, das wir wahrscheinlich erledigen müssen. Das ist ein Foltermeister. Müssen wir die erledigen oder nicht? Ah, schade, jetzt ist auch die Woche der doppelten Erfahrung vorbei. Aber jetzt haben wir eine Woche der tödlichen Gelassenheit. Da ist in der eigentlich gar nichts passiert. Ja, das perfekte Woche erwischt. Ist das irgendeine Mine oder sowas? Das Gebäude hier, wo der davor steht. Aber ich denke, das sind doch sicherlich 120 Leben. Also Foltermeister ist jetzt ein ordentliches Ding. So, wie weit laufen die denn? Also stelle ich den hier hin. Ja, und die stelle ich hier hin. Ich will nicht direkt von denen angegriffen werden, da verliere ich dann ja sofort. Würde ich ja sofort ein paar von meinen Kerlen verlieren. Lieber töte ich die alle aus der Entfernung. Das kann ich ja mit meiner Balliste, meinen Bogen, oh, guck mal, und die Balliste erledigt nicht mal einen. 46 Schaden hat die gemacht. Das ist, oh, die 35 Kerle hier. So, und jetzt, Angriff. Er erledigt einen. Ah, hoffen wir mal, dass da jetzt nicht zu viele. Oh, drei. Oh, ah! Der greift meine Bogenschützen an. Was für ein fieser Sack. Ah, ja. Oh, und der auch. Nein. Au. Naja, zumindest schön, dass ich gerade die Kerle hier erledigt habe. Sonst hätte das noch viel mehr Schaden gemacht. So, und die Bauern. Ach, die Bauern kommen eh wieder nicht dran. Ich habe die eigentlich gerade bewegt, weil ich. Naja, hier 1 bis 2. Komm, erledige 2. Machen wir. Ja, schön. Einen Greif noch verloren, aber das macht nichts. So, jetzt erledige den letzten. Yes. Und jetzt der ganz letzte. Bam. Foltermeister haben auch keine Chance gegen mich. Aber, also ich meine, das sind schon fette Viecher. Wenn ich nicht so unendliche Massen hier hätte. Ach, eine Goldmine ist das, glaube ich. Yes, Goldmine. Okay, nicht, dass ich jetzt noch wirklich irgendwie. Und Vampire. Vampire. Viele Vampire stellen eine geringe Gefahr dar. Tja, ist das nicht immer so? Dahinter ist Gold und eine Schatztruhe. Das Gold brauche ich, denke ich, nicht wirklich. Die Schatztruhe werde ich mir holen. Für Erfahrung. Achso, jetzt habe ich direkt Enter gedrückt. Nein, ich will zuerst laufen. In der Woche der tödlichen Gelassenheit wird jetzt viel mehr gekämpft als in der Woche der Ehre oder Heldentum oder irgendwie sowas war das. Ah, die Kerle können sich heilen. Die haben keine Gegenwehr des Feindes. Lebensentzug. Teleportiert. Oho. Dann, oh, die kommen sehr weit. Dann laufen wir in deren Gebiet direkt rein. Nein, dann stellen wir den einfach nur einen Schritt nach vorne. Ja, das ist alles, was wir machen. Und den hier stellen wir auch nur hier hin. Ah, nein, ich wollte den noch einen Schritt weiter nach vorne. Egal. So, Vampire, lauf da. Die teleportieren sich aber gar nicht. Da haben sie auch schon die ersten. Oh ja. Meine. Was sind das? Reiter. Hauen sehr. Ah, da teleportiert er sich jetzt aber. Und haut rein. Einer auferstanden. Quasi ein. Aber ich habe noch keinen. Ah, doch. Mit der Balliste habe ich gerade welche erledigt. Und die sind jetzt wieder auferstanden. Das ist, eine coole Sache von den vielen. Deswegen finde ich die Untoten hier eigentlich immer. Fand ich die eigentlich schon immer am coolsten hier. Vor allem.
die Fähigkeit von irgendwelchen untoten Helden, dass die getötete Gegner wiederbeleben. Also nach dem Kampf, so eine Heldenfähigkeit, dass du nach dem Kampf 10% der Gegner als Skelette wiederbelebt bekommst. Und nach einer Weile hat man dann halt irgendwie 999 Skelette oder sowas. Das ist eine ziemlich coole Sache. So ähnlich wie hier mit meinen Bauern halt gerade. Nur dass ich dafür keine Kampagne und Königin brauche mit den Untoten. So, gerechte Strafe, Magieschutz klingt langweilig, geübter Gegenschlag. Besondere Fähigkeiten des Ritters ermöglicht die Aufwertung einer begrenzten Anzahl menschlicher Truppen auf höherer Stufen. Dies ist nur in Städten der Zuflucht möglich, wo das Übungsgelände gebaut wurde. Versenkt die Ausbildungskosten um 15%, außerdem erhöht das wieder Schaden den Truppen des Leiters mit ihrer Gegenwehransichten um 10%. Besondere Fähigkeiten ermöglicht die Aufwertung. Gerechte Strafe, ich mag Magieschutz, senkt mir einfach mal meinen magischen Schaden. Weil ich habe keine Lust, jedes Mal irgendeine Einheit da auszuwählen, dass sie zurückschlägt. Das ist eine langweilige Sache. Ah, jetzt bin ich da vorbei. Oh, jetzt bin ich da vorbeigelaufen. Jetzt verschwende ich nächste Runde wieder Leben dafür. Leben sage ich. Ah, oh, jetzt rennt hier nicht hin und her. So. Hat das Bewegungspunkt eigentlich verschwendet? Ich weiß nicht. So, jetzt lauf hier hin. Ich will endlich irgendeine gegnerische Burg hier sehen. Hier rechts in der Ecke ist das ganze Dämonengelände. Also ganz rechts oben wird die... Also das konnte man schon von Anfang an vermuten, aber... Da, das ist jetzt ein... Nein, das ist kein Held, das ist ein Foltermeister wieder, oder? Erzteufel. Oh, ich denke mal, das sind die ganz stärksten Einheiten der Dämonen. Ich weiß nicht, ob aufgewertet oder unaufgewertet. Vielleicht sind Foltermeister die unaufgewerteten. Auf jeden Fall sind das jetzt extrem heftige Viecher. 199 Leben, 36 Schaden. Was kann der? Teleportiert, ruft Foltermeister herbei. Boah, das ist eine ganz kranke Sache hier. So, und jetzt, ja, nicht in deren Radius reinlaufen ist schon eigentlich gar nicht möglich. Da muss ich nur einen Schritt nach vorne machen. Dann weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt nach vorne stellen, ganz nach vorne stellen soll. Oder ob ich mich einfach gar nicht bewegen soll. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht... Machen wir Sturzangriff. Gucken wir mal, ob er trifft. Weil falls der Foltermeister draufbeschwört, dann... So, und den anderen bewege ich dann nicht. So. Okay. Und jetzt... er tötet keinen. Konzentriere ich mein Feuer mal auf den unteren hier. Ich will eigentlich mal die Kontrolle über meinen. Ja, den bewege ich auch nicht. Solange bis meine Greife von oben runterkommt oder bis die sich nach vorne. Oh. Ah, die teleportieren sich. Mhm. Dann. Aber ich konzentriere mein Feuer auf den hier hinten. Zumindest. Ja, es wäre egal. Greifen wir mal an. Oh, da verliere ich 5 Greife. Ah, und der teleportiert sich. Ah, da verliere ich meine Greife. Ah, und da verliert er auch seinen ersten. Ja, und meine Scharfschütze. Komm, Glück, 3. Okay, 3 geht nicht bei dem Angriff, aber... Ja, gut. Die Hälfte ist schon mal erledigt. Die... Ach, scheiß Miliz-Dinger da. 35 von. So, yes. Oh, aber die erledigen 2. Das ist, da sind die Greife natürlich. Aber und damit endet der Kampf. Ja. Die Kerle waren einfach hoffnungslos in der Unterzahl. Also, ja, 11 Greife verloren. Ah, das war's jetzt schon? Vorhut. Sei es drum. Mit einem Sieg im Gepäck haben die Truppen an Zuversicht gewonnen. Lang lebe der Greif! Lang lebe der Greif! Ha! Vor allem die Greife, die gerade erledigt wurden. Oh, da ist noch ein gegnerischer Held. Yes! Ein Held. Genau das, was ich wollte. Anwerbung, was ist das denn? Steige ich von mehreren der Kreaturen der ersten...